Wir sind die Gebrüder Eggert, mein Bruder Matthias, Enkel der Stefan. Wir sind hier unterwegs momentan im Fort Nugget. Und wir werden euch mal zeigen, wie man in so einer klitzekleinen Campingküche mal richtig was reißen kann. Los geht's. Der Tag war aufregend, er war wunderschön und jetzt entspannen wir uns beim Lagerfeuer. Es läuft, wie wir sehen, die Szenerie ist wunderbar. Stefan, mein Bruder, ist im Hintergrund und schnippelt schon etwas zurecht. Wir werden direkt auf und neben dem Feuer garen. Wir machen klassische Feuerkartoffeln, sprich in der Glut gegart. Werden nur Gemüse kurz auf dem Feuer angrillen, direkt in eine Marinade setzen, also eine schnelle Antipasti an sich machen. Und dann den wunderschönen Rehrücken, den wir noch haben, nur kurz angrillen und dann in einem Kräuterpesto gar ziehen, neben dem Feuer. Einfache Sache, wir können uns dabei entspannen, wir können Bierchen trinken. Es geht nicht besser. Los geht's. Ich werde jetzt hier drin einfach mal so ein paar Sachen vorbereiten. Kartoffeln, Gemüse, passiert gar nicht viel, alles wieder ganz einfach gehalten. Den ganzen Rest erledigen wir draußen. Ich habe hier so ein paar schon gelagerte Kartoffeln. Bleibt alles so, wie es ist. Ich suche mir wirklich nur die, die grobe Stellen haben und nehme die weg. So, Kartoffeln sollen so reichen. Gemüse verputzen. Alles, was irgendwie Bitterstoffe haben könnte, auch nur im geringsten, nehmen wir einfach raus. So. Gar nicht zu dünn alles schneiden. Wir wollen ja noch ein bisschen Biss haben nachher am Ende. Fenchelknolle. Ich nehme weitestgehend den Fenchelstrunk raus. Der hat Bitterstoffe, lass aber so viel dran, dass die Segmente, die einzelnen, immer noch zusammenhalten. So, dann haben wir es auch schon gleich. Und dann gehen wir auch direkt ans Feuer, würde ich sagen. Okay, ich ziehe los. Kartoffeln, schön. Ja. So, das gute Fleisch dazu. Das sieht doch gut aus. Und es gibt Bier. Wir legen mal die Kartoffeln los. Und machen jetzt so richtige brüderliche Teamarbeit. Dann gib mir doch mal die Folie. Du marinierst rum. Die Marinade selbst, wir halten es ganz einfach. Haben jetzt hier wieder unser Gemisch. Kaltgepresstes Olivenöl, warmgepresstes Rapsöl. Nicht zu viel. Bloß etwas grobes Meersalz. Hier auch interessant, das Grobe, das nicht direkt verteilt wird. Hier machen wir keine Wissenschaft draus. Wird ein bisschen durchgeschüttelt. Portionsgrößen, würde jetzt mal sagen, reicht. Das ist doch wunderschön. Das Ganze machen wir jetzt viermal. Schaut mal, nächster Schritt, wir gehen ans Gemüse ran. Jetzt haben wir hier die Schüssel da. Wir wollen jetzt nicht groß abwaschen. Warum auch? Wir haben jetzt hier noch Ölrückstände, etwas Salz. Das nehmen wir natürlich direkt fürs Gemüse. Einmal rein. Gleiche Prinzip wie bei den Kartoffeln. Hier geht es darum, dass wir es komplett einmal in Öl gedeckt haben. Und jetzt kurz verteilen und dann aber auch erstmal in Ruhe lassen. So. So, dann haben wir jetzt wieder unsere Schüssel leer. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Art Antipasti. Das heißt, wir legen das Gemüse eigentlich nach dem Grillen direkt ein. Etwas Apfelessig, etwas Salz zum Nachwürzen. Hier jetzt nochmal etwas Öl ran. Gar nicht zu viel. Ja, und dann haben wir wieder Zeit, um ein Schlückchen Bier zu genießen. Ne? Was auch ganz wichtig ist dann von dem Feuer. Prost, Freunde. Cheers, meine. Schön haben wir es. Wirklich. Absolut. Ne? Hat auch so was Uriges. Ne? Ja. So über dem Feuer oder mit dem Feuer zu garen. Das ist immer schön, auch für uns als Köche. Wir kommen ja hier nach, kommen wir gleich zum Fleisch. Das heißt, wir haben ja vor, hier unsere Oberfilets vom Reh zornig anzugrillen. Ja. Zornig heißt heiß und kurz. Und dann in einem vorbereiteten Kräuteröl, reichhaltigen Kräuteröl, gar zu ziehen. Eine illustre Mischung. Wir haben Schnittlauch, wir haben Dill, wir haben Blattpetersilie, wir haben Oregano, Thymian, etwas Salbei und etwas Rosmarin. Und diesmal allerdings nur ein warm gepresstes Öl
Und das Ganze dann stark überwürzt mit Salz und Zucker. Das heißt, wir werden unser Fleisch, was wir hier nach direkt gleich angrillen, werden wir gar nicht würzen. Stimmt. Bin ich der Meinung. Ja. Wir grillen es nur an, legen es heiß. Und nachher beim Anrichten, wem es dann zu wenig Salz ist, da kann man einfach hinterher mit einem vernünftigen Meersalz, wie wir es hier sowieso die ganze Zeit benutzen, am Ende fertig wird. Ich finde auch immer das Prinzip des Pestuls, sprich, eigentlich ist ja eine Konservierungsmethode, ne, in Öl. Alles, was in Öl ist, ist von der Luft abgeschlossen, ist also haltbar. Das heißt, wir sehen, wir sammeln Kräuter, wir finden Kräuter, wir haben Kräuter gekauft. Und bevor sie uns welk werden, mit etwas Öl püriert, wir haben immer direkten Dip. Und wenn wir nur noch etwas Brot haben, ist immer wunderschön und es ist auch eine Haltbarmachung. Also es ist halt eine Konservierungsmethode. Insofern sehr zu empfehlen, pauschal eigentlich kann man so seine Kräuter auch schön konservieren. Absolut. Ja. Ja. Gemüse hat's. Alles ist gut. Trotzdem hat es noch einen schönen Biss. Alles drin. Durch die Röststoffe. Oh ja, schön. Hickmann, da wir ja den Rehrücken gesagt haben, ganz kurz und heiß angrillen, setzen wir noch einmal kurz Feuer nach, dass wir wirklich maximale Hitze haben. Das Ganze wird dauern 5 Sekunden am Ende. Ne? Unser Kräuteröl hat eine sehr angenehme Temperatur. Wir haben jetzt natürlich hier kein Thermometer, aber wir wollen circa medium, ja, also ein Fleisch, was medium gegrillt ist oder gebraten, das heißt rosa, durchgehend rosa, hat um die 50 bis 53 Grad Innentemperatur. Da wir jetzt nichts haben, aber wir haben eine Körpertemperatur von ca. 37, 38 Grad. Ich muss da schon reinfassen können. Das ist fast ein bisschen zu heiß. Aber solange ich da irgendwie noch halbwegs reinfassen kann, ist es also über meiner Körpertemperatur. Aber es wird funktionieren. Okay, dann würde ich sagen, Rehrücken geht drauf. Lass es doch mal einen kleinen Tick Öl auf die Platte packen. Machen wir. Genau. Vornig. Guck mal hier, sehen wir schon. Vornig. Na? Da ich das bei Reh hier auf natürliche Art und Weise so wenig Fettanteil haben, haben wir natürlich auch die Gefahr des Austrocknens sehr schnell. Auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Tja, leider könnt ihr das jetzt wieder nicht riechen. Aber ich kann euch sagen, es riecht wirklich großartig. Total. Und dann können wir auch direkt, wir sind gerade fertig geworden und von vorne wieder direkt weg in unsere Kräutermarinade. Ja, und das ist an sich von der Arbeit her, ist es somit getan. Das Fleisch braucht jetzt noch seine Ruhe. Dem geben wir jetzt noch mal gute 10 Minuten. Würde ich sagen. Genau, ja. 10 Minuten. Dann sollten es auch die Kartoffeln haben. Mal, ich finde, wir sollten, nimm doch mal bitte die Platte runter. Die mal, Grillplatte, das, ne? Das brennt da sich ist jetzt alles natürlich ein. Achtet drauf, das Ding ist jetzt echt scheiße heiß, auch wenn die eigentlichen Griffe weg von der Hitzequelle sind. Und schon haben wir wieder unser romantisches Lagerfeuer. Fleisch hat's. Dann kicken wir mal, ob die Kartoffeln es haben, oder? Raus aus der Hitze, guck mal nach den Kartoffeln, genau. Schau mal. Sieht aber gut aus. Das heißt, wir sind soweit. Also, gehen wir. Auf geht's. Ich hole mal noch die anderen Kartoffeln alle raus. Ich mache das jetzt mal ordentlich.